1.1.2022. Alle, die noch keine Sendung von uns gesehen haben, jetzt natürlich ein frohes neues Jahr, ne, Mario? Ein frohes neues und gesundes 2022. Ganz genau. Und wie immer im Leben, meinen Highlights im Januar gibt es heute auch wieder am 1. des Tages. Und dann Jawohl. Schauen wir doch einfach mal, was es alles gibt. Es gibt einen Wintersale, es gibt 35.000 Punkte Willkommensbonus bei der Goldcard. Irgendwie ist das so eine Neverending Story. Letztes Jahr, dieses Jahr bei Amazon gibt es immer noch was. Hotels und Cars ist wie immer dabei. Ergo mit 30.000 Meilen. Aber da wollen wir einfach mal erstmal warten, was wir nach dem Intro weiter sagen, oder Mario? Ich würde auch sagen, Intro ab. Also mehr nach dem Intro geht los. Ja, willkommen zurück aus der... Hatten wir eine Winterpause? Nein, wir hatten keine Winterpause. Wir hatten ein Intro. Eigentlich hatten wir keine Winterpause, nein. Aber an dieser Stelle gibt es den Abonnierbefehl. Gibt natürlich auch wie immer den Befehl zu liken, die Glocke anzumachen, nachdem ihr uns abonniert habt. Und wie immer Kommentare, damit wir ja sowas synchron machen, Mario. Synchron. Finger unten. Genau, so, ja, synchron. Super, super. Also insofern haben wir jetzt die technischen Sachen einmal durchgespielt. Warum sollte sich das dieses Jahr ändern, wenn wir das nicht letztes Jahr schon zur Perfektion getrieben haben? Das erste Thema, Meister Kreditkarte, ja, Gold, Mario. Ja, irgendwie, wie du schon angekündigt hast, etwas, was es scheinbar immer und immer wieder gibt. Diesmal gibt es 35.000 Prämienmeilen als Willkommensbonus für Neukunden bei einer goldenen Kreditkarte von Miles & More. Und ich finde, das ist ja gar nicht so schlecht. Und wer sich noch nicht im Januar entscheiden kann, wenn man das dann bis zum 28.02. tut, dann gibt es immerhin noch 20.000. Und wer auch noch einen Gesamtumsatz von 2.000 Euro bis April macht, der erhält weitere 5.000 Prämienmeilen. Ja, guter Deal, oder? Ja, aber wer noch keine Karte hat, weiß ich auch nicht. Also, aber wie gesagt, die Karte zu empfehlen, da geht was los. Aber ganz, ganz wichtig, und ihr seht, ich habe den neuesten Katalog vom World Shop zugeschickt bekommen. Dafür danke nochmal. Übrigens, die Reise geht weiter hinten, den Traveler Whisky. Ja. Also insofern, da gibt es jetzt auch das mögliche Wintersale, 20% Meilennachlass. Aber das ist ganz wichtig. Also es gibt keinen Geldnachlass, wenn ihr kauft, sondern es gibt Meilennachlass. Das ist halt das Thema. Kann für den einen oder anderen interessant sein. Ich selber bin kein großer Freund, etwas mit Meilen zu kaufen. Ich kaufe gerne im World Shop ein. Das gebe ich zu, da bekenne ich mich. Mario, wir haben ja einige Sachen nicht nur käuflich erworben, sondern auch gekauft. So ist es, so ist es. Und haben dafür dann Meilen bekommen. Ja, ich glaube, diese Tasse hier übrigens auch, also Meilen eingesammelt. Aber wenn ihr was auf Meilen kaufen wollt, gibt es halt für einige ausgewählte Sachen mit dem Aktionscode WINTERSALE22 da eine Möglichkeit, nochmal Meilenpunkte und Geld zu sparen, ne? Oh, 20%, ich meine, schlecht ist das ja nicht. Ja, ihr müsst halt, ja. Ich sage noch einmal, Meilen sind Geld. Deshalb, weil ihr sagt immer, Meilenpunkte, Geld sparen. Wieso? Meilen müsst ihr als Währung sehen. Das ist wie Mario, der in Amerika ist. Der kauft ja nicht wild in US-Dollar etwas ein, weil er sagt, boah, das ist billig. Und vergisst dann, dass der Umrechnungskurs irgendwie manchmal, im Moment ist es ja zu seinem Vorteil, aber er war ja schon mal scheißer, um es mal andersrum zu sagen. Scheißegal. Ja, und was man immer, was ich immer gerne vergesse, ist, dass jedes Mal an der Kasse noch die Steuern dazukommen. Das ist halt so ungewohnt für uns Deutsche, wo ja die Preise sozusagen endgültige Preise sind. Und hier kommt je nach Bundesstaat immer noch verschiedene hohe Steuern dazu. Ja, das ist natürlich so ein Thema in den USA. Aber das nächste Thema ist doch genau für dich Gold richtig, weil ein Kollege nach unserem wunderbaren Video Flight Review gefragt hat, was du für eine Tasche hast. Solltest du das nächste Angebot einfach mal raushauen? Ja, das Angebot ist eigentlich gar kein Angebot, sondern eigentlich nur ein Hinweis darauf, dass es im Workshop das richtige Gepäck und Reisetaschen, Rucksäcke und dergleichen gibt. Aber
kein Rabatt mit verbunden. Man weist einfach darauf hin, dass es das gibt. Das ist zwar sehr schön, aber die meisten wissen, glaube ich, dass es im Workshop auch tatsächlich solche Reiseaccessoires gibt. Ist halt sozusagen ein Werbeblock innerhalb der Meilenschnäppchen-Geschichte. Ja, beachtet den Herrn Hoffmeister, wie er irritated ist. Er ist irritated. Also er weiß gar nicht, was er dazu sagen soll. Und beim nächsten Punkt weiß ich auch ehrlicherweise, weil ich nicht sagen soll. Weil es ist eine Inspiration für ein gemütliches Zuhause. Gibt Möbel und so weiter. Und was gibt es Schöneres, als bei kalten Temperaturen mit einer Tasse Kaffee oder Tee und einem guten Buch auf dem Sofa zu sitzen? So der Text. Ich habe mir meine Tasse gewählt. Also denkt daran. Da haben die Marketingstrategen sicherlich nicht Unrecht. Was gibt Schöneres? Aber was ist jetzt das Benefit an dieser Aussage? Ja. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich blätter gerne im Katalog. Ich erinnere mich auch früher, dass ich auf den Flügen im Katalog geblättert habe. Sprachstörungen aus dem letzten Jahr ziehen sich weiter. Und insofern einfach schauen. Aber das nächste Thema, das ist wieder ein Thema, was interessant ist. Ich selber, der ja auch bei Amazon bestellt. Gibt dreifache Meilen auf Handys, Konsolen und andere elektronische Artikel. Heißt also, man kann in den Kategorien dreifache Prämienmeilen sammeln, wenn man Smartphones, Zubehör, Konsolen, Baumarkt, Garten, Lebensmittel, Getränke und Baby. Aber auch bei den Geräten von Amazon Fire. Wir hatten ja schon besprochen, dass Mario das mal hatte, aber irgendwie schon vergessen hat, weil er das nicht mehr nutzt, weil er ist ein Apple TV-Jünger. Das Kindle, hast du Kindle mal gehabt? Den habe ich immer noch. Ein Kindle habe ich immer noch. Den nutze ich auch von Zeit zu Zeit. Dass du lesen kannst. Okay. Ja, doch. Und dann natürlich Echo, muss man Echo sagen? Echo, ne? Echo, Amazon Echo, Echo Amazon Echo. Echo-Geräte, wie der Deutsche sagt, und Zubehör. Und vor allem, wenn man den Einkaufswert von 500 Euro überschreitet, sammelt man zusätzlich 2 Prämienmeilen pro 1 Euro auf den gesammelten Einkaufswert. Sollte von euch jemand noch nie bei Amazon eingekauft haben, bekommt man für die erste Bestellung 2000 Prämienmeilen. Der Aktionszeitraum startet heute am 01.01. und geht bis zum 31.01.2022. So ist das, so ist das. Ja. Und wer auch immer dabei ist, und da kann der Carsten eigentlich immer viel, der Carsten, oh Gott, also wirklich die Sprachstörungen haben wir aus dem mitgenommen. Oh. Herr Hoffmeister, Carsten ist der, der neben Ihnen auf der anderen Seite vom Bildschirm ist und der mit Ihnen die Sendung macht. Carsten, das ist der, der eine Fluggesellschaft betreibt. Ja, genau. Aber den nutze ich nicht. Insofern weiß ich auch nicht, wie das kommt. Nicht konnte. Mehr oder noch nicht? Das ist eine gute Frage. Also ich denke eher noch nicht. Ich glaube, wir haben uns nie geduzt. Aber insofern, was ja nicht ist, kann ja noch werden. Ich glaube, ich müsste ihm das Du anbieten, oder? Ich glaube, wir sind gleich alt, oder? Ich habe keine Ahnung. Es ist auch egal. Wir kommen zu Hotels, Cars and by Points. Und das ist ein Thema, was der Lars am besten euch näher bringen kann. Ganz genau. Wer mal da noch nie gebucht hat, kann 5000 extra Meilen erhalten. Und vor allem, wenn man einmalig 5000, ne, ganz wichtig, ne, indem man einfach einen Buchungswert ab 600 Euro hat, wer sagt, hey, für 600 Euro buche ich doch nicht, ich bezahle nur 300 bis 599 Euro, der kriegt immerhin noch 2000 Punkte und 1500 für 150 bis 299 Euro. Also insofern Hotels and Cars by Points. Best Western, 1500 Meilen. 1500 Prämienmeilen, das ist ja nicht schlecht. Und das geht sogar bis März. Bei jeder Buchung gibt es neben den regulären 500 Meilen nochmal 1000 obendrauf. Und ja, das gilt nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in ganz vielen anderen europäischen Ländern, wie Luxemburg, Österreich, Schweiz, Kroatien, Ungarn, Tschechien und Slowenien. Und wie gesagt, das geht bis zum 31.03. dieser Aktion. Ganz genau, ihr bekommt ja 500 Punkte sowieso, wenn ihr da übernachtet. Ja. Und 1000 nochmal on top. Und das Schöne ist, im Gegensatz zu der Hotels & Cars Promotion, die ist nicht limitiert. Das heißt also, ihr könnt das so oft machen, wie ihr wollt in dem Aktionszeitraum. Was ich auch spannend finde an der Geschichte ist, bei Best Western bekommt ihr natürlich die Status Benefits, wenn man bei Best Western von Status Benefits reden kann.
Aber bei Hotels and Cars, wenn ihr da buchen würdet, würdet ihr natürlich nicht kriegen. Das ist halt immer der Disclaimer, den wir bringen müssen. Dann aus dem Bereich Mietwagen kann man auch nochmal 5.500 Meilen sammeln, maximal. Und zwar 1.000 Prämienmeilen für jede extra Anmietung, für Anmietung von 1 bis 3 Tagen. Sollt ihr ein Auto von 6 bis 14 Tage buchen, sind es 2.500. Wer aber von 15 bis 28 Tage ein Avis-Auto gebrauchen möchte, der bekommt 3.500. Und der Buchungszeitraum ist also der Januar vom 1.1. bis zum 31.1. Ab Anmietzeitraum kann er längst länger sein, bis zum 30. April. Wobei ich jetzt gerade überlege, wo sind die 5.500 bei dem Angebot? Ja, weiß ich auch nicht, weil man das mehrmals machen kann. Würde keinen Sinn machen, aber wir schauen uns das Ganze mal einfach an. Ich habe einfach mal auf den Link geklickt, aber der ist leider nicht aktiv, weil ihr wisst ja, wir nehmen das ja vorher auf. Ist ja heute nicht der erste bei uns, wo wir es aufnehmen. Also, aber insofern, so, ja, also wie gesagt, aber ich glaube, das klärt sich auf. Das klärt sich auf bis zur Anmietung. Also insofern da einfach mal schauen. Natürlich habe ich jetzt lustigerweise das weggeklickt. Ich klicke es wieder zurück und da ist es auch schon wieder die nächste Aktion. Mario Lufthansa Holidays mit 15% Meilennachlass. Ja, da kann man Meilen sparen. 15%, wie Lars eben schon gesagt hat, bei Lufthansa Holidays. Da ist der Buchungszeitraum sogar auch bis zum 28.02., also bis Ende Februar. Und geht bereits ab 3.500 Prämienmeilen los. Und wer, das finde ich auch in den heutigen Zeiten ganz gut, wer eine Anzahlung von 50 Euro leistet, kann seine Reise bis zu 14 Tage vor Reisebeginn umbuchen oder stornieren. Und der Buchungszeitraum, wie gesagt, vom 3.1. bis 28.02. Wer auch ein gern gesehener Gast in unseren Meilen-Highlights ist, ist die Argo-Versicherung, ne? Ja, die haben dabei, ne? Irgendwie so gefühlt. Ja, die sind neu, also die, aber die steigen jetzt rein. Also sie fangen ja an, dass du dieses kostenlose Gespräch hattest, wo du schon Punkte bekommen hast. Und wer halt einen Abschluss einer Hausrat-, Wohngebäude oder einer Privathaftpflichtversicherung bei Argo macht oder halt eine andere, kriegt halt Meilen. Bis Ende April geht die Aktion sogar. Heißt also, wer so die KV-Krankenversicherung macht, Krankentaggeldversicherung ist ausgenommen und die Verpflegeversicherung macht, der kann je 2.000 Prämienmeilen bekommen. Wer dann die Rechtsschutz macht oder eine Kfz-Versicherung, kriegt sogar auch wieder 2.000 Meilen. Ich dachte, es wird mehr. Man hätte das zusammenschreiben können. Ergo Hausrat oder Privathaftpflicht gibt je 3.000 Meilen. Und jetzt kommt es ganz wichtig, die Ergo-Krankentagegeldversicherung, die ja beim ersten Mal ausgenommen worden ist, ist nicht ausgenommen worden, weil es keine geben soll, sondern weil es 3.000 gibt. Wenn man das mit der Berufsunfähigkeit und der Ergo-Unfallversicherung kombiniert, kann man das für jede bekommen, also jede wären auch nochmal. Ja. Dann Ergo-Lebens- und Rentenversicherung, das ist, was für Mario eigentlich zu spät ist, ne? Ja. Leider, ja. Ja, ist ja, du bist ja kurz vor der Auszahlung. Das ist so. 4.000 und die Wohngebäudeversicherung, die aber bei Mario, glaube ich, auch noch gebraucht werden könnte, wäre 4.500 Euro. Und das sind, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich glaube, das könnten, wenn man alles sich komplett den Körper voll finanzieren lässt, 30.000 Meilen sein. Das ist eine ganze Menge. Das reicht dann schon für einen Flug. Ganz genau. Also insofern, das waren die Meilen-Highlights im Januar. Wir waren ja auch mit 13 Minuten, 14 Minuten, die wir hier aufnehmen, relativ fix unterwegs. Am Ende gibt es wie immer die Aufforderung an euch, den Beitrag nicht nur zu liken und uns zu abonnieren, die Glocke anzumachen, sondern auch ganz wichtig, und kommentieren. Welches Angebot ist für euch das Spannendste gewesen? Ich fand diesen Monat überschaubar. Ja, man will sich vielleicht steigern im Laufe des Jahres. Man fängt klein an und steigert sich dann im Laufe der nächsten Monate ganz nach oben. Vielleicht ist man sich auch noch nicht ganz sicher, was man sozusagen noch kombinieren kann mit, mit Benefits für die Vielflieger. Keine Ahnung, vielleicht hält man sich da noch ein wenig zurück, auch was diese Dinge angeht.
Ja, Mario hat da anscheinend irgendwie so einen feuchten Traum, wenn ich das so raushöre. Ja. Also ich glaube nicht, dass da was kommt. Ah. Ich meine, wäre egal, Aktionen im World Shop für 100.000 Euro einkaufen, 300.000 Hornsockel mal bekommen. Ich müsste, ich glaube, da würden viele zuschlagen. Ja. Ich hätte die 100.000 Euro leider nicht. Also insofern, da hofft er drauf. Aber ich glaube ganz einfach, es ist ja auch mal geil, einen Detox zu machen nach dem Konsum über Weihnachten, den man hatte. Also insofern der Kaufenthaltung. Ja, danke, dass ihr heute dabei wart bei den Meilen Highlights. Und wir sind mit den Meilen Highlights wieder ab dem 1. Februar für euch da. Ne? Ja. Ja, alles klar. Bis dahin. Ja. Macht's gut. Danke. Und ciao. Ein Start bis dahin. Tschüss. Ciao.